Hallo, einen herzlichen Gruß von mir. Ich bin gerade irgendwie ganz aufgeweicht noch von meinem Singkreis, Frauensingkreis, den ich eben hatte, der sehr herzberührend war. Und das liegt an den Themen, die ich gerade immer wieder bearbeite, die viel mit Herz und Herzöffnung und Herzheilung zu tun haben. Und ich habe heute Morgen damit schon begonnen und schon bevor ich zum Singkreis bin, habe ich ja, energetisch mit mir gearbeitet und das hat sich dann weitergeführt in diesen Singkreis. Und ich habe einfach instinktiv ganz viele Lieder ausgewählt, die das Herz berühren, auch Dinge gemacht dort, die ich noch nie gemacht habe. Wir haben auf dem Boden gelegen und zur Eltern-Kind-Heilung gesungen. Und es war auch sehr berührend. Und anschließend hat eine Frau gleich gesagt: Mensch, das war ja heute voll die Herzenergie, Herzöffnung. Eine andere Frau kam zu mir und hat gesagt: Du, ich bin schwer krank, ich habe Brustkrebs, ich habe neulich meine Brust abgenommen bekommen. Und es war so heilsam für mich heute und es hat mir so gut getan. Vielen, vielen Dank. Und wir haben noch länger darüber gesprochen, über die Heilung des Herzens und Zusammenhang zwischen Brüsten und Herz und den Gefühlen, die dort sind. Und ich bin einfach noch ganz erfüllt davon und möchte ein Lied mit dir teilen. Das ist erstmal so gar nicht so direkt, hat es mit dem Herzen zu tun, aber doch auch, wie alle Lieder auch. Der Text heißt: Im Samen der Baum im Raum in der Unendlichkeit, Unendlichkeit im Samen. Ich bin ja nicht sicher, ob ich das schon mal geteilt habe. Das liebe ich sehr. Und ich bin hier wieder mit meiner geliebten Trommel, dem goldenen Pferd. Und du bist der Same, du bist der Baum, du bist die Unendlichkeit. Im Samen der Baum im Raum, der Raum Unendlichkeit, Unendlichkeit im Samen, im Samen der Baum. Vielleicht kann man hier noch die Vögel zwitschern hören.
Was man nicht sieht, sind die Kühe, die mir zugeschaut haben, ganz interessiert. Ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag. Alles Liebe.